um sie nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Ja, kaum zu glauben, Herr Lauterbach wird seinen Augen nicht getraut haben, aber Schweden liegt weit vor Deutschland. Und das, obwohl Herr Lauterbach doch mehrfach behauptet hat, dass Deutschland im Europavergleich besonders gut durch die Pandemie gekommen sei. Diese Theorie ist spätestens jetzt widerlegt. Trotz der strengen Pandemiepolitik sind in Deutschland 2020 und 2021 pro 100.000 Einwohner 116 Menschen mehr gestorben als statistisch erwartet. Viel mehr als bei 5 Nachbarländern, die früher gelockert haben. In Dänemark, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Belgien und den Niederlanden gab es deutlich weniger unerwartete Todesfälle. Ebenso im Anti-Lockdown-Land Schweden. Für Lauterbach eine bittere Pille und für mich das flammende Signal, dass die Politik während der Corona-Pandemie endlich aufgearbeitet werden muss. Die übliche Ausrede, das konnte doch keiner ahnen, reicht längst nicht mehr aus. Ich war gerade in Israel und das hat mich sehr überrascht und sehr glücklich gemacht, wie andere Völker mit dem Thema umgehen. Diese Sehnsucht nach Normalität, dieser Drang, einfach das Leben wieder herzustellen, ist etwas, was ich in Deutschland vermisse. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit einer ganz großen No-Covid-Anhängerschaft, die wir hier in Deutschland haben, die einfach jenseits von Studien, jenseits von Maßnahmen einfach diese Normalität nicht mehr haben will. Und Corona ist ein gutes gefundenes Fressen dafür, aber ich frage mich, warum wir nicht in der Lage, sachlich und differenziert über das Thema zu sprechen und warum Karl Lauterbach immer noch von Killer-Varianten spricht und in der Zukunft eigentlich sehr pessimistisch blickt. Ja, ich wage die These, dass die deutschen Todeszahlen auch damit zu tun haben könnten, dass bei uns ja nicht unterschieden wird, ob jemand an Corona oder mit Corona gestorben ist. Und das war ja Absicht bei den Corona-Politikern, das verschwommen zu lassen, weil man damit besser argumentieren kann. Ich glaube, dass andere Länder das besser auseinandersortiert haben. Hier war das RKI nicht dazu in der Lage, ist es bis heute ja nicht. Und Lauterbach argumentiert ja immer mit den hohen deutschen Todeszahlen, die so zustande kommen, um damit eine harte Corona-Politik fahren zu können. Ich muss jetzt sagen, man stößt ja jeden Tag auf irgendwas, was ihn eigentlich aus dem Amt hebeln müsste. Jetzt hat er ja seit Neuestem einen Gesetzentwurf zunächst mal vorgelegt über die Triage. Triage meint, dass bei der Einlieferung von ernsthaft erkrankten Menschen in Kliniken entschieden werden muss, wenn es zu viele auf einmal sind, von den Ärzten entschieden werden muss, wer wird behandelt und wer nicht. Also wer wird zuerst behandelt und wer danach. In diesem Gesetzentwurf gab es eine Ex-Post-Triage. Das ist das Perverseste, was ich überhaupt je gehört habe. Das hieße nämlich, dass wenn Patienten eingeliefert werden, die sozusagen rettungswürdig sind, andere Patienten, die schon auf der Intensivstation liegen, dort aus den Betten geholt werden und die Nachgelieferten dort reingelegt werden. Das hat er erst mal vorgelegt und dann am selben Tag das wieder aus dem Verkehr durch. Gezogen, Nein. Weil er aus dem Verkehr Nein. gezogen, weil er natürlich wusste oder ahnte, jedenfalls hat es ihm gesagt, ja. Wenn du das vor der Landtagswahl in NRW noch mal, ja, dann also geht das unabhängig vielleicht ins der Auge. Wahl. Ja, man muss Geschichte. Natürlich eins sagen, dass das eines nicht aufgeht mit Angst und immer mehr Horrorszenarien, die Menschen zu domestizieren, ja. Also einzukerchen und dass alle jetzt hinterherlaufen. Wir alle wissen, dass wir auf Sicht gefahren sind in der Corona-Zeit. Es war was Neues und natürlich jeder Politiker, egal welcher Partei, ich unterstelle keinem etwas Schlechtes, hatte vor, so gut wie möglich dieses Land und die Bürger durch diese Krise zu bekommen. Aber jetzt sind wir nach 2 Jahren. Viele haben die Nase einfach voll. Sie können auch nicht mehr, auch wirtschaftlich nicht. Und da ich auch wirtschaftspolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion bin, weiß ich, was die Folgen nach wie vor von Corona sind. Und das müssen wir auch abwägen. Und ein letzter Punkt, dass er immer wieder von neuen Killer-Varianten spricht. Ich denke jetzt mal an Kinder, an Jugendliche. Auch mein Neffe hat in der Corona-Zeit Abitur gemacht. Sie glauben doch nicht, dass so junge Menschen das nachholen können, was sie da verpasst hier haben. Hier würde ich gerne eine einzige Rückfrage an Frau Klöckner stellen. Ja. Und zwar hauen wir ja oft und gerne, ich auch, auf Herr Lauterbach ein. Aber die Hauptzeit der Corona-Pandemie war es ja Jens Spahn von der Union, der Gesundheitsminister war. Und wenn man sich jetzt die WHO-Studie anschaut und die Zahlen anschaut, ist die Union daran interessiert, die Corona-Zeit aufzuarbeiten und vielleicht auch mal zu schauen, was haben wir falsch gemacht? Die Schulschließung bei Kindern, Sie haben selber angesprochen, INF oder auch bei anderen Kindern, was dazu geführt hat. Wird es da von der Union einen Bericht geben?
Naja, wir müssen eins mal sehen, es gibt nicht die Corona-Zeit. Mhm. Corona hatte ganz unterschiedliche Phasen gehabt. Und im Übrigen, was Corona auch mit uns als Bevölkerung gemacht hat. Am Anfang große Angst und auch Dankbarkeit, dass die Bundesregierung, damals war ich Mitglied der Bundesregierung, dass wir da auch wirklich besser durch die Anfangszeit kamen als zum Beispiel in den USA. Oder Bergamo, haben Sie noch die Bilder vor Augen? Wie Leichen. Aber wir kamen jetzt doch nicht so gut durch die Zeit, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben. Jetzt müssen wir mal sagen, wir haben verschiedene Zeitphasen. Die Empörung über Herrn Lauterbach ist ja deshalb so da, weil er ja immer als Kritiker aufgetreten ist, als derjenige, der alles viel besser macht. Und wir müssen ehrlich eingestehen, auch bei Wissenschaftlern gibt es immer sehr unterschiedliche Meinungen. Und deshalb, glaube ich, muss Politik es aushalten, dass sie auch als Berater unterschiedliche Meinungen hat. Nur dann, glaube ich, kommt man auch raus aus diesem Kastendenken, vielleicht von dem, was man hören will. Letzter Punkt, die Länder haben aber auch nicht, glaube ich, ganz so gut mitgespielt. Da würde ich gerne Frau Neigel fragen, was halten Sie denn von einem Corona-Untersuchungsausschuss, den ich ehrlich gesagt schon gerne sehen würde, auch mit Blick auf die Jahre der Union? Ich halte das für extrem wichtig. Ich glaube eben nicht, was Sie gesagt haben, dass alle immer nur im besten Sinne gehandelt haben. Wenn man ein bisschen tiefer reinblickt, sieht man zum Beispiel, dass es Gesetze gibt, die zum Beispiel den Bettenabbau gefördert und subventioniert haben. Das Krankenhausfondsstrukturgesetz, § 12. Jedes Bett bringt einer Klinik, das man abbaut, zwischen 6.800 Euro bis 12.000 Euro. Das ist richtig viel Geld. Da haben Kliniken den fetten Reibach gemacht. Das weiß die Regierung, auch die, in der sie waren. Und Sie meinen jetzt in der Corona-Zeit, wurden die Betten extra die wurden schon 2016, ab 2016. Deshalb, wir müssen noch mal, wir reden ja gerade über die Corona-Zeit. Naja, also da muss 2021 ich sagen, wurden 60 Kliniken noch abgebaut, mal. Doch. Ja, nochmal, aber die Betten abgebaut in den Kliniken während der Corona-Zeit, während wir Betten aufgebaut haben. Also da müssen wir, glaube ich, präzise sein. Dann bin ich gerne präzise. Im Jahre 2021 hat man, ich glaube, 60 Kliniken geschlossen und im Jahre 2020 ungefähr 30. Ich bin wahrscheinlich sogar drunter. Also das ist zum Beispiel passiert und dann gab es natürlich auch... Das hat ja auch oft was mit Personal zu tun, dass das Personal nicht da ist, nicht nur mit Bettenabbau. Aber auch, es ist auch ein Anreiz für Kliniken, einfach auf eine gewisse Art und Weise Geld zu machen. Die haben ja auch Betten einfach schlicht und ergreifend leer stehen lassen und haben Geld kassiert. Ich sage das deswegen, weil das sind natürlich auch Dinge, die die Regierung wusste, weil das Krankenhausfondsstrukturgesetz ist seit 2016 existent und wird genutzt. Es gab aber auch zum Beispiel ein Innenpapier, das nannte man dann auch Panikpapier vom Innenministerium. Das wurde dann auch geleakt, der arme Mann, der das dann irgendwie weitergegeben hat, den gibt es nicht mehr, der ist nicht mehr dort. Da standen natürlich dann auch erristische... Wo haben Sie die Daten her? Weil man muss sagen, es ist sehr schwer. Die Welt hat das veröffentlicht, die Welt hat darüber berichtet. Ich meine auch die Daten mit dem Bettenabbau, wir müssen das natürlich schon verifizieren. Dieses Krankenhausfondsstrukturgesetz, § 12, einfach reingucken. Mhm. Ist ein Gesetz, gibt es immer noch offiziell seit 2016. Weil es ist sehr schwer zu erfassen, dass die Bundesregierung wirklich extra Betten abgebaut hat. Also das würde ich jetzt nicht unterstützen. Nein, das Gesetz hat es getan, aber das Gesetz ist ja durch die Politik geschaffen worden und das wurde da auch ordentlich genutzt. Und es gab halt eben, wie gesagt, noch zusätzlich gab es noch diese zusätzlichen Pauschalen für die Intensivbetten, die extra freigestellt worden sind, die zum Teil leer standen und aber trotzdem bezahlt wurden. Ich weiß nicht ganz genau, wie da die Pauschale war, zwischen 5.000 und 1.000 Euro. Also das wissen andere besser, aber die gab es eindeutig. Da haben also Menschen tatsächlich im Hintergrund auch Gesetze genutzt und Strukturen genutzt, die, sagen wir mal, ja, mit Steuergeldern einfach. Also ich muss jetzt mal sagen, ich widerspreche, dass in Deutschland der Fall gewesen ist, dass Menschen, die auf die Intensivstation mussten, nicht auf die Intensivstation konnten, weil jemand Betten nicht belegen wollte. Ganz Sie können dem widersprechen, aber da gibt es viel zu viele Leute, die sagen, sie durften nicht operiert werden, hätten eigentlich operiert werden müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren auch. Es geht um die Intensivbetten. Sie haben eben die Intensivbetten genannt. Bei den Intensivbetten ging es darum, ob Krankenhäuser überlastet waren, also in den Regionen, wo wir hohe Corona-Inzidenzen hatten, oder eben nicht. Und das in dieser Zeit, wo wir Corona-Infektionen sehr infektiös in den Kliniken hatten, hat man nicht dringend notwendige Operationen zurückgestellt. Viele sind auch selbst freiwillig davon zurückgetreten, weil sie nicht ins Krankenhaus wollten. Das ist auf Dauer ein Problem im Übrigen, wenn man schaut auf das Thema Krebserkrankung etc. Kurz dazwischen fragen. Die Sache mit der Gesundheitsüberlastung des Gesundheitssystems. Sie sind also immer noch der Meinung, das Gesundheitswesen war überlastet?
Nein, das Gesundheitswesen gibt es. Sie haben mich was gefragt. Lassen Sie mich gerade antworten, dann passt das. Und dann ist Herr Mansour. Nochmal, es gibt nicht das Gesundheitswesen. Ich glaube, wir müssen hier schon differenzierter reingehen. Ich komme aus einer Region, Rheinland-Pfalz. Ich auch. Meine Stadt Bad Kreuznach hat 2 Kliniken. So, wir haben aber auch innerhalb dessen in kleineren Städten Kliniken, die waren ziemlich schnell überlastet, kann ich Ihnen sagen. Wenn in einem Dorf in einer Großfamilie Corona ziemlich heftig zugeschlagen hat, war diese Klinik dort, das System dort überlastet. Das gab es aber, Entschuldigung, immer. Schon das immer, genau. Immer, dass Intensivstationen auf einzelnen Kliniken ausgelastet waren und dann einzelne Patienten irgendwann transportiert. Die Vorbereitung dazu war es auch richtig. Man wusste ja nicht, was auf uns zukommt. Was mich stört, ist diese Eindimensionalität. Wir reden ja seit 10 Minuten über das Virus, aber Corona ist nicht nur das Virus. Es ist auch die Maßnahmen und die Nebenwirkungen oder die Nachfolgen von den Lockdowns und die Einschränkungen, die wir gehabt haben. Ich habe wirklich angeschaut auf Lauterbach Twitter in den letzten 2 Jahren und ich habe keine einzige Erwähnung für die psychischen Folgen auf die Menschen. Diese Studien gibt es. Herr Lauterbach sagte mal, dass er nicht sicher ist, ob die Zusammenhänge. Jeder vierte Erwachsene weiß gerade psychische Auffälligkeiten. Die Kinder, Jugendliche, die seit 2 Jahren nicht ihre Normalität zurückbekommen haben, dieser Druck, die Kinder wären verantwortlich auch für die Erkrankung von Erwachsenen, das hat massive psychische Folgen, die wir schon sehen. Und es gibt diese Entscheidungen nicht bezüglich auf die körperliche Versorgung, sondern auf die psychische Versorgung. Ja, heute müssen Sie ein Jahr warten in Berlin, bis Sie einen Psychotherapieplatz haben. Da gibt es wirklich Lauterbach gibt es kein einziges Wort dazu. Und deshalb würde ich gerne sehen, dass wir mit dieser alten Politik brechen. In der Zeit, in der Pause, die wir jetzt haben, weggehen von diesem besessenen Gesundheitsminister, der nur darauf wartet, dass es wieder losgeht mit einem Killer-Virus, dass wir einen neuen Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin kriegen. Wenn ich Sie so höre, Frau Klöckner, könnte ich mir vorstellen, Sie werden das in einer CDU-geführten Regierung. Sagen Sie jetzt nichts. Und dass bei der gleichen Gelegenheit auch der RKI-Chef Wieler ausgewechselt wird, denn das RKI hat keine präzisen Zahlen mehr. Seit geraumer Zeit werden die nur noch geschätzt. Aber so ausgewiesen, als seien sie genau penibel berechnet worden. Das sind sie nicht. Das heißt, Deutschland tastet sich durch den Nebel und da drauf sitzt ein Minister, der schon das nächste Virus beschwört. Und damit muss eigentlich, wenn wir jetzt nicht die Ukraine-Krise hätten, müsste die Politik dieser Bundesregierung jetzt schauen und jetzt die Gelegenheit ergreifen, diesen Ministerstuhl zu räumen und neu zu besetzen und das RKI neu zu besetzen. Bevor wir das Thema beenden, noch eine Rückfrage an Sie, Frau Klöckner. Ja. Viele machen sich ja jetzt schon wieder Gedanken über den Herbst. Sie sind jetzt in der Opposition, nicht mehr in der Regierung. Aber müssen wir uns Gedanken machen, dass es im Herbst wieder losgeht mit Lockdown, Maske tragen und so weiter? Ich hoffe nicht. Eines müssen wir uns, glaube ich, klar machen. Wir werden mit dem Virus leben und leben müssen. Und wir müssen die schützen, die besonders anfällig sind. Und Herr Jörges hat es ja vorhin auch angesprochen, diese Unterscheidung, mit Corona oder an Corona gestorben zu sein. Ich kenne Fälle, die haben heftigste Verläufe gehabt. Ganz heftige Fälle. Ich kenne auch junge Menschen, die gestorben sind. 2 in meiner näheren Umgebung. Aber ich kenne ganz viele, die es noch nicht mal mitbekommen haben, dass sie Corona hatten oder hatten es ganz leicht. Wir müssen damit leben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ein paar Dinge, die wir ja auch wirklich geübt haben. Hygiene spielt, kann immer nicht schaden, keine Frage. Und wer eine Maske tragen will, soll eine tragen. Aber mein Blick geht Richtung Kinder, geht Richtung auf die Schule. Was wir diesen jungen Menschen, was ist für uns Ältere, sind 2 Jahre, ja, ist ein bisschen nervig. Aber für junge Menschen in der Entwicklungsphase, was das heißt, was das auch an, ich sage immer, Schäden für das ganze Leben mitbringt, das in Relation zu setzen, das ist mir ganz wichtig, dass wir alle daraus auch lernen. Ich möchte auch daran erinnern, was nicht alle, aber viele Lehrer diesen Kindern angetan haben. Denn die Lehrer haben für sich argumentiert und nicht für die Kinder. Absolut. Und sie wollten in Sicherheit sein, sie wollten zu Hause bleiben, sie wollten Maskenpflicht in der Klasse haben. Und was mit den Kindern passiert ist, war ihnen gleichgültig. Das ist eine Art von beruflichem Egoismus, den man eigentlich nicht ertragen kann. Und